Heute vor einem Jahr also griff die Hamas am frühen Morgen den Kibbuz Netiv HaAsara an der Grenze zum Gazastreifen an. Terroristen töteten Bewohner, eine Rakete schlug in das Haus der Eltern von Maoz Inon ein. Beide starben. Doch statt auf Vergeltung des Terrors setzt der Israeli auf Versöhnung zwischen Juden und Arabern. Das war mein Zimmer, hier. Für Maoz Inon scheint das, was passiert ist, immer noch absurd. In diesem Kibbuz an der Grenzmauer zum Gazastreifen stand sein Elternhaus. Am 7. Oktober war hier ein Geschoss der Hamas eingeschlagen, Vater und Mutter getötet. Für Maoz war schnell klar, der Tod von Bilha und Yaakovi soll nicht umsonst gewesen sein. Er setzt sich für mehr Verständigung in der Gesellschaft und für Frieden mit den Palästinensern ein. Die israelische Gesellschaft ist so schwach und polarisiert wie nie. Wenn wir mit dem Krieg weitermachen, wird es nur noch schlimmer. Ortswechsel Nazareth, eine arabische Stadt im Norden des Landes. Rund 20% der Bevölkerung in Israel ist arabisch. Berührungspunkte zwischen ihnen und jüdischen Israelis gibt es oft wenig. Das will Maoz ändern. Er ist mit Chulut Abu Ahmad unterwegs. Sie ist Muslima und in Nazareth aufgewachsen. Chulut versteht sich als Palästinenserin. Auch deshalb schlage ihr viel Misstrauen entgegen. Es ist der 7. Oktober morgens. Keiner wusste genau, was passiert war. Und im israelischen Fernsehen sagt der Militäranalyst, hütet euch vor den Arabern. Es gibt eine Front im Inneren des Landes zwischen uns. Die Teilnehmer hier wollen diese Spaltung nicht, glauben an ein besseres Zusammenleben in Israel, aber auch an Frieden mit den Palästinensern im Westjordanland und in Gaza. Auch wenn die Zeichen anders stehen. Sogar unter meinen linken, progressiven Freunden fühle ich mich sehr einsam, weil auch sie gebrainwashed sind und denken, dass alle Palästinenser uns hassen und wir sie deshalb auch hassen müssen. Frieden ist ein Wort, das nicht mehr in unserem Sprachgebrauch existiert. Ich glaube, dass meine Generation gar nicht mehr davon träumt. Zurück an der Grenze zum Gazastreifen sieht die Realität schon lange so aus. Mauer, Abschottung. Das ist der Weg zu Krieg. Der geht jetzt 12 Monate so und wir sehen kein Ende. Das ist nicht der Weg zu Frieden. Die Hoffnung auf Frieden nicht aufgeben. Das hätten auch seine Eltern gewollt.